Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2. Wir haben hier einen kleinen Grafikglitch oder Bug oder so. Weil hier ist dunkler als hier, finde ich schon mal super. Hokuren. Hier haben wir ja die ganzen Drachenjäger, Godda, Kjorn und Dingens hier. Silvio haben wir letztes Mal getötet, deswegen ist Bulko hier alleine. Hier haben wir nochmal denselben Bug. Kurgan ist hier und ja, wir kommen aktuell nicht gegen den Eisdrachen an, aber wir haben ja ein Drachenei im Besitz, den Sumpfdrachen haben wir erledigt und ich bin am überlegen, eventuell vielleicht nochmal zum Feuerdrachen zu gehen, vielleicht ist der einfacher. So, das ist gerade sehr laut für mich gewesen. Also ich würde das wirklich gerne mal mit dem Feuerdrachen versuchen, weil ich habe mir meine eigenen Aufnahmen nochmal angesehen gehabt. Und gegen den Feuerdrachen, da kamen wir eigentlich recht gut an. So, und da hatten wir das Auge Innos ja noch nicht. Hatten wir den überhaupt aufgeladen? Auge Innos. Amulett der Kraft. Auge Innos. Das Auge pulsiert voller Energie. Okay. Also ist er voll. Beziehungsweise, wie. Ne, hier haben wir ja alles schon leer gemacht von Orks. Hier ist ja niemand mehr. Erst im nächsten Kapitel. Habe ich irgendwas gehört? Erst im nächsten Kapitel wird hier wieder was sein. Gehe ich mal von aus. Okay, wir können klettern. So, genau, wir wollen jetzt da hoch und es dieses Mal wirklich mal schaffen. Weil letzte Mal, als wir da waren, ja, hat uns der Drache auseinandergenommen. Aber den Weg dahin haben wir schon mal frei gemacht, immerhin. Der war frei. Wir haben alle erledigt. Alle Echsenmenschen. Gehe ich mal von aus. Ich hoffe, da ist jetzt keiner mehr. So, in der Höhle ist ja auch nichts mehr. Gehen wir mal da entlang. Dürfte auch echt nichts mehr hier irgendwo sein. So, und Leben. Ja, okay, haben wir ein bisschen Schaden. So, Stufe 41 haben wir ja. Lernpunkte 14. So, und Dracheneier, die Drachenjäger, Drachenjagd, die Crawler-Rüstung, die Blutkelche, Snapper-Krallen, Schattenläufer-Hörner für Buster, die Supportsteine, Boss-Bass-Bogen. Das mit der Diebesgilde, das müssen wir irgendwie auch noch hinkriegen. Irgendwann. Ich habe so die Befürchtung, weil, wie hieß die eine da nochmal? Die sagte ja, die Blutkelche seien eigentlich in der oberen, in der Oberstadt. Und wir haben wie viele Blutkelche jetzt aktuell? Ne, das sind goldene Kelche. 4 von 6. Ich habe die Befürchtung, 2 sind da irgendwo noch. In der Oberstadt, aber die sind versteckt. Die sind nicht in den Truhen oder liegen da so offen irgendwo rum. Die sind da richtig versteckt und dass da vielleicht irgendwo, das ist nur Theorie jetzt aktuell, ich weiß es nicht, aber bestimmt irgendwo so ein Geheimfach oder sowas ist. So, dass da irgendwie vielleicht eine Wand aufgeht oder sowas. Nur reine Theorie. Ich habe auch viel zu viel Elder Scrolls gespielt, weswegen ich auf diese Theorie komme. Daher habe ich keine Ahnung, wie hoch der Wahrheitsgehalt davon ist. Weswegen ich da auch demnächst mal hin will und die Blutkelche mal holen. Denn ohne die Blutkelche kommen wir in der Quest ja nicht weiter mit der Diebesgilde. Und können Bosspass Bogen nicht zurückbringen. Deswegen werden wir mal die Häuser richtig durchsuchen.
Okay, hier liegt schon mal einer. War hier F5 Schnellspeicher? Nein, hier war... Was war hier Schnellspeichern? Ich weiß es nicht mehr. Ich speichere mal hier auf die 2. So, ich hoffe, wir sind gut genug gerüstet gegen den. Den müssen wir doch schaffen, wenn wir mit dem reden. Wir haben jetzt gespeichert. Wir haben zu weit weg gespeichert. Ich speichere nochmal hier. Jetzt habe ich auf der 1 gespeichert. So. Ich kann es einfach nicht glauben, dass es wirklich noch Menschen gibt, die ihr Leben verwirken, nur um einen leibhaftigen Drachen zu sehen. Ich bin nicht nur gekommen, um dich zu sehen. Ich fürchte, ich hatte etwas Radikaleres im Sinn. Sag jetzt bloß nicht, dass du mich herausfordern willst. Ich werde dir deinen schmalen Hals brechen. Nicht so schnell, mein Freund. Ich trage das Auge Innos bei mir. Du kannst dich meinem Willen nicht entziehen. Beantworte meine Fragen, oder die Qualen werden für dich unerträglich sein. Dann stell deine lächerlichen Fragen, solange du noch kannst. Deine Macht wird nicht von Dauer sein. Wer bist du? Wer bist du? Mein Name ist Feomata, und das ist auch schon alles, was du über mich erfahren wirst. Wenn ich aus dem Bann des Auges entfliehen kann, wirst du in Flammen aufgehen. Okay, wo ist dein Hort? Jeder Drache hat doch einen Hort, wo er seinen gesammelten Reichtum lagert. Wo ist dein Hort? An einem Ort, der unerreichbar sein wird für dich. Wenn ich die Fesseln des Auges erst einmal los bin. Meinen Besitz habe ich hoch oben auf dem heißen Felsen, den ein Mensch ohne Flügel wie du nur schwer erreichen sollte. Okay, also müssen wir Marvin Mode benutzen. Nein, werde ich nicht benutzen. Ich werde versuchen, schon irgendwie einen normalen Weg dahin zu finden. Wer hat euch hierher entsandt? In welchem Auftrag handelt ihr? Wer hat euch hierher entsandt? Über unser aller Heil und Wohl steht der Meister mit seinem Wort der Macht. Bald wird sich ihm niemand mehr entziehen können. Aus dem Reich der Toten langt sein Arm schon sehr weit. Die Geister der Nacht versammeln sich in freudiger Erwartung seiner Ankunft. Er wird über euch Menschen kommen und die Welt beherrschen. In seinem Schatten sind wir nicht mehr als Beiwerk seiner schöpferischen Kraft. Der Meister wird kommen, eure geplagten Leiber wieder aus der Asche zu erheben, um mit ihnen das Geschick der Erde neu zu richten. Okay. Das Auge hat seine Kraft verloren und du wirst den nächsten Tag nicht mehr erleben. Ah, ich hab jetzt... Okay, das war jetzt... Das war jetzt ein bisschen... Nein, hier geblieben. Nein! Ah, Alter, kann doch nicht sein. Der lädt wieder auf. Okay, warte. Ihr, bitte, bitte steckt da oben fest. Ja. Laden wir. Okay, das Gespräch können wir dann alles überspringen mit ihm. So. Ich. So. Ja, komm. Ach nee. Wieso backt das sogar gerade bei mir hier?
Warte mal, kann ich vielleicht sowas hier nutzen? Der hängt da fest. Nee, das ist auch miserabel. Gegen den. Das ist richtig miserabel. Der lädt einfach viel zu schnell nach und da backt mir das Spiel wieder die Grafik die ganze Zeit. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Einmal versuche ich es noch, ansonsten muss ich schauen, dass ich irgendwie eine bessere Rüstung oder Waffe kriege. Das kann ich nicht, 10 Stärkepunkte zu wenig. Hier 20 Stärkepunkte zu wenig. So, noch einmal. Alter, wieso? Irgendwas fehlt. Irgendwas müssen wir noch machen, bevor wir gegen den antreten. Können wir vielleicht... Wer war nochmal derjenige, der helfen wollte für 100 Gold? Wie viel Gold haben wir? 31.000. Ja, komm. Ist der Typ noch irgendwie da unten, wo wir die anderen alle getroffen hatten? Finden wir den nochmal wieder? Dann würde ich den mir mal ausleihen, um den Drachen zu besiegen. Warte mal, dann würde ich vielleicht eher eine Teleportationsrune nehmen. Passt zum Minental. So. Ah ja, genau, stimmt. Da müssen wir hin. Dann kann ich den auch wieder deaktivieren. Der müsste doch, glaube ich, hier sein, oder? Ansonsten ist er vermutlich noch in der Burg. Wenn er mit denen mitgelaufen ist. Wie hieß der denn nochmal? Ist er das? Die anderen sind ja hier weg. Biff. Wie wär's, wenn du ab jetzt für mich arbeitest? Wie wär's, wenn du ab jetzt für mich arbeitest? Warum nicht? Was zahlst du? Du kriegst die Hälfte der Beute. Du bekommst die Hälfte der Beute. Das hört sich gut an. Aber ich warne dich. Verarsch mich nicht, sonst wirst du es bereuen. Und noch was. Ich will keine Waffe oder anderen Krempel, den du hier aufsammelst. Mich interessiert nur das Gold. Kapiert? Okay, wir nehmen ihn mal mit. Dass er dafür mitkommt. Ich hoffe, das würde dann mit ihm klappen und dem Drachen. Dann würde ich mit ihm gleich nochmal speichern. Oben. Aber er kommt mit. Nicht, dass er gleich dann irgendwie sagt, deswegen wir ihn ja schon einmal entlassen haben. Wir haben einen neuen Tagebucheintrag reingekommen, oder? So, einer der Drachen faselte irgendwas von Nachkommenschaft und Bestand seiner Ahnenreihe. Ich fürchte, sie haben ihre Blut über die ganz zivilisierte Welt verteilt. Die Drachenjäger.
Cypher meinte, nachdem der Sumpfdrache tot war, dass er nun als Held das große Geld machen will. Naja, wir werden sehen. Drachenjagd? Mal gucken, wie wir das mit ihm jetzt meistern. Ob wir den Feuerdrachen... Ich habe seinen Namen wieder vergessen. Es tut mir leid, dass ich die Namen hier nicht merken kann. Aber, dass wir mit ihm vielleicht den Drachen jetzt besiegen können. Vielleicht ist er notwendig. Ich will jetzt erstmal wirklich den Feuerdrachen erledigt haben. Weil den konnten wir ja Schaden schon zufügen, aber... Da war die Problematik, er lädt nach. Also er lädt auf. Und zur Not können wir Biff loswerden. Also ihn umlegen oder sowas, glaube ich. Oder ist er unsterblich? Ich hoffe nicht, dass er unsterblich ist. Dann würde ich schon gern den kompletten Schatz behalten. Der ist langsamer als ich. Deutlich langsamer. Bleib mal kurz stehen, damit er auch hinterherkommt. War das hier schon? Ne, das war noch nicht der Weg. Der Weg war hier an Xardas Turm vorbei, genau. Ich hoffe, der hat keine Wegfindungsprobleme. Ich erinnere nur an Gorn Gothic 1. Bei dem schönen Baumstamm. Aber das ist eine mittlere Drachenjägerrüstung, oder? Was der da hat. Warum? Nur so, ich schaue die ganze Zeit nach hinten, damit ich sicher bin, dass ich ihn nicht verliere. Ich weiß, kann ein bisschen nervig sein. Biff, kommst du hoch? Okay. Nicht runterfallen. Biff, bitte nicht nachmachen. Runterfallen ist keine gute Idee. So, dein toter Kollege ist auch nicht mehr da. Dann gehen wir weiter. Das heißt, dann können wir hier nochmal speichern. Mit Biff im Schlepptau. So, ich speichere nochmal. Und dann quatschen wir nochmal mit dem. Ich kann nicht. So, das kennen wir. Biff, ich brauche deine Hilfe. Nein, konzentriere dich auf Biff. Ja!
So, okay, Drachenblut haben wir, Drachenschuppen und das andere Ding. So, brauchst du Heilung? Ich denke, ab hier beenden wir unsere Zusammenarbeit. Ich denke, ab hier beenden wir unsere Zusammenarbeit. Wie du meinst. Ich kann mir auch was Besseres vorstellen. Mach's gut. Ja, nice. Okay. Speichern. Wir haben es gegen den Drachen geschafft. Jetzt suchen wir mal seinen Hort. Geh mal davon aus, dass das hier oben irgendwo ist. Ja? Tatsächlich, hier oben. Ich habe jetzt nicht erwartet, dass wir das direkt hier oben finden. Also in dem Bereich. Lederbeutel. Noch ein Lederbeutel. Noch eins. So, ist hier auch ein Drachenei? Schwarzes Erz. Wofür ist eigentlich das schwarze Erz relevant? Wir sammeln ja so viel davon. Gibt es hier noch mehr? Okay, dass es aber direkt hier oben ist, habe ich jetzt nicht gedacht. Also ich hatte zumindest gedacht gehabt, irgendwo hier ein bisschen weiter höher. Okay, wie viele Drachenschuppen haben wir jetzt? So, 24. Das heißt, wir könnten daraus eine mittlere kriegen. Und 5-mal Drachenblut haben wir jetzt. Ich bin mir jetzt nicht sicher, dass wir, ob wir hier lebend runterkommen. Würde ich vielleicht mal lieber... was ist denn das? Minecrawler Panzerplatten. Sehen die jetzt anders aus, weil wir hier sind? Herz eines Feuerdrachen? Ah, das war das. Okay. So. Okay, 17 haben wir von denen eingesammelt. Alter, wie lange dauert das, bis wir das alles jetzt leer gemacht haben? So, das dauert noch ein bisschen. Einen Moment. Wir haben ja, was Geld angeht, gar keine Probleme aktuell. So, dann wollte ich mich jetzt zur Burg teleportieren. Wo war denn das? Taverne, Xardas, Hafenstadt, Burg. So, und weg damit. War nicht hier jemand, der uns eine bessere Rüstung machen konnte? Wir bräuchten ja 20 davon, hieß es doch, oder? War das nicht er? Hey. Jan? Was ist in der Burg alles passiert? Was ist in der Burg alles passiert? Nichts, was ich mitbekommen hätte. Allerdings mache ich mir Sorgen über das, was vor der Burg passiert ist. Okay, ich habe die Drachenschuppen für dich. Ich habe die Drachenschuppen für dich. Gut, damit wird sich was machen lassen. Komm morgen wieder, dann sollte das Teil eigentlich fertig sein. Das ist wirklich nicht. Ist die Rüstung fertig? Ist die Rüstung fertig? Nein, noch nicht. Komm morgen wieder. Okay, noch nicht. Da können wir uns einmal schlafen legen. Ich kann das nicht glauben. Wir legen uns hier einfach mal pennen. So. Und bis zum nächsten Morgen schlafen. Dann müsste er fertig sein. Jetzt hat er da vorher gewusst. So. Hey.
Ist die Rüstung fertig? Ist die Rüstung fertig? Ja, ein wahres Prachtstück. Wenn du willst, kannst du sie kaufen. Für dich mache ich einen Freundschaftspreis. 12.000 Goldstücke. Was? Nach allem, was ich für dich getan habe? Komm mir nicht so. Irgendwovon muss ich ja auch leben. Also, kauf sie oder lass es bleiben. Alter, ich hab so einiges. Kurz vor Waffen 80, Pfeile 80, 12.000 Gold. Ich will die Rüstung kaufen. Du wirst merken, sie ist jedes einzelne Goldstück wert. Das will ich für dich hoffen. So. Okay, wo haben wir die? Schutz vor Waffen 120, Schutz vor Pfeilen 120, Schutz vor Feuer 75, Schutz vor Magie 35. Das war doch schon vorher klar. Ich hab mir das schon gedacht. Ich will hoffen, dass es besser ist. Also, dass das mir jetzt was bringt. Das speichere ich vielleicht mal hier. Auf die 2. Dem konnte ich nochmal was verkaufen. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. So, ach, der hat auch eine Drachenschneide. So, aber das kann ich verkaufen. Orkisches Kriegsschwert. So. Dann. Das alles weg. Magische Armbrust, Drachenjäger Armbrust. Die kann weg. 11 Bögen haben wir. Normale. So. 5 normale Fische. Sonst haben wir leichte Drachenjägerrüstung, nur 450 wert. Frankless Amulett. Letztendlich wird die Gerechtigkeit. Ich wäre mir da nicht so sicher. Warte mal. Nee, komm, wir gehen mal raus. Fünf Stärkepunkte zu wenig. Ja, super. Okay, vorher gewusst. Wir sind jetzt bei 23.000. So, wir hatten aber auch eine neue Dingens hier, Drachenjagd. Nee, hier, die Drachenjäger. Nee, Dracheneier. Die Crawler-Rüstung, die Blutkelche, Snapper-Krallen, Schattenläufer, Hörner für Buster, die Teleportsteine. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Das ist doch schon lange bekannt. Habe ich keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll. Das ist doch alles nur Gerede. Also, so ist es eh noch. Wir könnten es rein theoretisch noch einmal mit den Dings hier versuchen. Mit dem Eisdrachen. Aber dann müsste es doch hier irgendwo noch einen geben, oder? Oder ist nur noch der Eisdrache übrig? Was ich aber irgendwie komisch finde, ist, bei Lesters altem Zuhause, diese Burg, die er als sein Zuhause übernommen hatte, da gab es auch Echsenmenschen, aber keine Drachen. Oder keinen Drachen. Deswegen, ich hatte erstmal gedacht, es gäbe 4. Vielleicht sind es auch 4, ich weiß es nicht. Aber wir könnten auch einfach mal nach Corinis zurückgehen und gucken, was da Neues gibt. Wenigstens haben wir den Feuerdrachen heute erledigt.
Und dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.